Schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Seher des YouTube-Kanals von International. Hier spricht Fritz Edlinger. Wir präsentieren heute im Anschluss an dieses kurze Intro ein Buch, das von einer deutschen Politikwissenschaftlerin namens Helga Baumgarten vor wenigen Tagen herausgebracht wurde. Das Buch beschäftigt sich mit der Situation im Nahen Osten, in Palästina. Das Buch ist im Promedia Verlag erschienen. Es hat den Titel Kein Frieden für Palästina, der lange Kampf gegen Gaza und Besatzung und Widerstand. Wie der Titel schon sagt, es behandelt den israelisch-palästinensischen Konflikt. Helga Baumgarten ist im deutschsprachigen Raum sicherlich eine der ausgesprochen besten Expertinnen auf dem Gebiet. Sie ist Politikwissenschaftlerin. Sie war über Jahrzehnte lang Professorin an verschiedenen Universitäten, darunter auch in Palästina. Und sie lebt seit 40 Jahren in Palästina, in Jerusalem und kennt daher die politischen Realitäten in Israel, in Palästina, nicht nur vom Hörensagen, nicht nur aus der Literatur, sondern aus der tagtäglichen persönlichen Erfahrung einer Deutschen, die mit einem sehr bekannten palästinensischen Künstler, den Musiker und Dichter Mustafa Al-Kurd, verheiratet ist. Ich möchte dazu weiter nichts sagen. Es ist bekannt, dass international sich vor allem auch in Nahostfragen immer wiederum engagiert und sehr kritisch berichtet. Nicht immer zur Freude aller unserer Leser und Leserinnen, weil wir eine klare Stellungnahme abgeben, nämlich die Stellungnahme, dass die Ansprüche, die Ziele, die Hoffnungen des palästinensischen Volkes auf einen eigenen Staat in ihrer historischen Heimat berechtigt sind. Sie sind völkerrechtlich fundiert und es ist leider eine Tatsache der Geschichte, dass diese Wünsche, diese Hoffnungen seit vielen Jahrzehnten, spätestens seit 1967, seit der israelischen Besetzung palästinensischer Gebiete, einfach auf die lange Bank geschoben ist und je länger die Zeit dauert, weiter von ihrer Realisierung hinwegkommt. Das beschreibt dieses Buch. Es ist auf 190 Seiten eine ganz kompakte Zusammenfassung von der Geschichte bis hin zur heutigen aktuellen Politik dieses Konfliktes und ich würde es jeder, der oder die sich näher über die Situation im Nahen Osten, in Palästina, in Israel informieren möchte, empfehlen. Es ist das kürzeste, aber wirklich aussagekräftigste und kompetenteste aktuelle Werk in deutscher Sprache. In dem Sinn, hören Sie sich bitte die anschließende Präsentation an. Es war leider aus gesundheitlichen, gesundheitspolitischen Pandemiegründen nicht möglich, dass Helga Baumgarten selbst nach Wien gekommen ist. So hat der Promedia Verlag vor wenigen Tagen eine Videopräsentation durchgeführt mit einer anschließenden Diskussion. Dieses Video ist auch auf der Webseite im Internet des Promedia Verlags abzuhören und anzusehen, aber wir wollen das auch auf unserer YouTube-Seite veröffentlichen, weil es uns wichtig ist und ein sehr interessantes und aktuelles Buch ist. In dem Sinn nochmals erstens Literaturempfehlung, zweitens schauen Sie sich und hören Sie sich bitte dieses anschließende Video an und in diesem Sinne viel Freude beim Anhören und viel Interesse beim Lesen des Buches. Sie werden mich sehr bald wiederum sehen, weil wir als international bereits an unserem nächsten Heft arbeiten. Es ist dieser Tage der Redaktionsschluss. Das heißt, Sie werden in maximal 10 bis 12 Tagen das nächste gedruckte Heft von International wieder
in Ihren Händen haben. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen. Ja, schönen guten Abend. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank fürs Dabeisein hinter den Geräten beim Livestream. Ich hoffe, das hat bis jetzt technisch geklappt. Wie Sie leider sehen können, ist die Helga Baumgarten nicht neben mir, sondern hinter mir auf dem Monitor zu sehen. Das hat damit zu tun, dass sie leider Gottes im letzten Moment ihren Flug aus Jerusalem stornieren hat müssen, aufgrund von familiären Verpflichtungen. Wir sind dennoch sehr froh, auch ein herzliches Dankeschön an die Wiener Bildungsakademie, dass es uns gelungen ist, dass sie heute live dabei sein kann, und wir halt drücken die Daumen, dass das auch weiterhin so bleibt. Sie ist allerdings nur über Zoom zugeschaltet. Herzlichen Dank, Helga Baumgarten. Es ist ja schon ein bisschen später bei dir in Jerusalem, und auch herzlichen Dank an Fritz Edlinger von der Gesellschaft für österreichisch-arabische Beziehungen, der einleitende Worte sprechen wird. Der Abend wird so verlaufen: Nach dem Fritz Edlinger wird die Helga Baumgarten uns von ihrem neuen Buch berichten oder über ihr neues Buch sprechen. Kein Frieden für Palästina, der lange Krieg gegen Gaza, Besatzung und Widerstand, das vor kurzem im ProMedia Verlag erschienen ist. Und anschließend haben Sie im Saal und ich die Gelegenheit, Fragen an Helga Baumgarten zu stellen, beziehungsweise auch Stellung zu ihren Ausführungen zu nehmen. Und ohne den beiden folgenden Sprecherinnen beziehungsweise dem Sprecher etwas vorwegzunehmen, möchte ich noch ganz kurz eingehen auf die Entstehungsgeschichte dieses Buches. Nach den gewalttätigen Zusammenstößen in Jerusalem im Mai 2021 kam es dann auch zu einem neuerlichen Krieg um Gaza, wie es ja auch im Untertitel dieses Buches heißt, beziehungsweise einem Krieg gegen Gaza, von dem uns die Helga Baumgarten noch ausführlich berichten wird, auch von den Zusammenstößen in der Stadt, in der sie lebt. Und sie wurde daraufhin eingeladen, im ZDF-Mittagsmagazin über die Hintergründe der Gewalt zu sprechen. Und sie hat als erstes dort erwähnt, also da war dann so die Frage, was sind denn die Hintergründe der Gewalt jetzt in Jerusalem oder was sind die Hintergründe des Krieges in Gaza? Da hat sie damals gesagt, der wesentliche Faktor, und das war so ihre erste Antwort, ist die über 50-jährige Besatzung der palästinensischen Gebiete. Und dann darf ich die Helga Baumgarten zitieren: Kein Mensch, kein Volk, keine Gesellschaft kann so etwas aushalten. Und dann ist sie darauf eingegangen, auf die tagtägliche Gewalt durch die Siedler, durch die israelische Armee, die Vertreibung der Palästinenserinnen aus ihren Häusern, die Enteignung ihres Landes und die Zerstörung ihrer Häuser. Das hat dann dazu geführt, dass die Bild-Zeitung, wahrscheinlich schon am selben Tag online und am nächsten Tag dann im Print, getitelt hat: ZDF Nahost-Expertin verbreitet Terroristenagenda, und hatte den Spitznamen Hamas-Helga verpasst, aber ich glaube, den hat es vielleicht auch schon vorher gegeben. Trotzdem hat sich dieses Video massenhaft verbreitet und sie hat auch sehr viel Zuspruch erfahren, und so ist die Helga Baumgarten noch angespannt worden, noch einmal ein Buch über den Israel-Palästina-Konflikt zu verfassen, mit einem besonderen Augenmerk auf die verschiedenen Organisationen der Palästinenser, auf den Widerstand der Palästinenser und die Kriege gegen Gaza. Und ich darf noch ganz kurz auf ihre Biografie eingehen, die habe ich vorher übersprungen. Sie ist geboren 1947 in Stuttgart, hat Geschichte, Politik und Orientalistik studiert an den Universitäten Tübingen, New York, London, Beirut und Berlin und hat von 1993 bis 2020 an der Universität Birzeit im Westjordanland gelehrt. Und sie hat zahlreiche Bücher geschrieben zum Nahostkonflikt, zum palästinensischen Nationalismus, zum politischen Islam. Und darunter möchte ich nur eines rausgreifen, auch wenn es nicht mehr lieferbar ist: Palästina-Befreiung in den Staat. Das war auch ein Buch, das mich sehr politisiert hat, das bei Suhrkamp 1991 erschienen ist. Und jetzt übergebe ich das Wort an den Fritz Edlinger. Und anschließend dürfen wir die Helga Baumgarten bitten, uns zu berichten. Ja, sehr schönen guten Abend. Liebe Helga, sehr schön, dich zu sehen zumindest. Ich hätte dich gerne näher gesehen, weil wir kennen uns. Ich habe
kurz nachgedacht, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es schon ewig lang her, weil wir sind nicht nur fast gleich alt, sondern wir sind auch, gehören zu fast der ersten Generation von europäischen Palästina-Solidaritätsmenschen, die sich engagiert haben, lange bevor Oslo war, lange bevor es eine palästinensische Autonomie gegeben hat, wo es selbst noch für Menschen wie dich und für mich riskant war, zum Beispiel mit unserem gemeinsamen Freund Mustafa Bakuti Schwarz in den Gazastreifen hinein zu reisen. Das war selbst für uns auch mit europäischen Pässen damals noch riskant. Das heißt, wir sprechen hier heute über etwas, was dein und großteils auch mein Leben sehr lange verfolgt und wir uns damit befassen. Und insofern, der Titel deines Buches ist ja in Wirklichkeit das, was wir eigentlich jeden Tag zur Kenntnis nehmen müssen. Es gibt hier historische Ansprüche, es gibt Menschenrechte, es gibt Völkerrecht, aber es bewegt sich nichts. Es gibt nicht nur keinen Frieden, sondern dein Buch ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Es gibt eine unübersehbare Kette von Beispielen, wie Frieden bekämpft wird, wie friedliche oder Dialog überhaupt unmöglich gemacht wird. Es ist für jemand, der sich schon lange genug mit dem Thema mit Palästina befasst, ja kaum mehr aus dem Stegreif heraus möglich, so alle wesentlichen historischen Perioden, auch alle wesentlichen Kriege, ich muss mir auch immer schon überlegen, wann war wo welcher Krieg zusammen zu kriegen. Und ich möchte am Ende, wie du auch mit deinem Buch im Übrigen, hat mir sehr gefallen, und im Übrigen noch etwas, du endest dein Buch mit einem kurzen Ausschnitt von Text von einem Lied von Mustafa Al-Kurt, der dein Ehemann ist, der ein Freund von uns alle ist, der auch ein, wir alle, er war unser erster palästinensischer Künstler, den wir gehört haben, gesehen haben, bewundert haben. Es tut mir leid, dass ihr beide nicht nach Wien gekommen seid. Lass Mustafa wirklich sehr, sehr schön grüßen von mir. Er ist wirklich einer jener, die auch sehr, zu einem zeitigen Punkt der palästinensischen Bewegung, der palästinensischen, dem palästinensischen Volk eine Stimme gegeben hat. Ganz im Gegensatz zu manchen weit verbreiteten Vorurteilen oder Fehlurteilen von Menschen, die sich mit dem Nahosten, mit Palästina nicht befasst haben, die immer wieder überrascht sind, wenn man ihnen erklärt, was es dort alles an Kultur gibt. Es gibt unglaubliche Literaten, es gibt unglaubliche Malerinnen und Maler und es gibt wunderbare Sänger. Das palästinensische Volk ist eben kein bewusstloses Volk, sondern das ist ein Träger einer alten Tradition und das übersieht man manchmal. Ich möchte vielleicht doch noch zu zwei, drei aktuellen Dingen kommen, weil ich schon auch ein, zwei politische Aussagen unterbringen muss. Es gab den Gaza-Krieg, dazu wirst du auch sicher sprechen. Es war der vierte innerhalb der letzten 10, 15 Jahre, der so ausgegangen ist wie immer. Das beschreibst du in einem Buch ja ganz gut, oder ganz gut ist schlecht, ein schlechter Ausdruck, weil das ist inzwischen ja schon bekannt, die israelische Kriegsführung ist eine unglaublich brutale, sie ist eine geplant brutale. Es gibt eigene Richtlinien, wer das genauer lesen, kennenlernen muss, soll dein Buch lesen, wo die militärische Führung der israelischen sogenannten Verteidigungsarmee genau angewiesen wird, wie man zum Beispiel
Krieg in Gaza führt, indem man in erster Linie versucht, möglichst viel zivile Struktur zu vernichten. Das ist eines der Kriegsziele. Das hat es gegeben. Es hat aber auch gleichzeitig etwas Zweites gegeben, das schon ein bisschen hoffnungsfroher ist. Es hat nämlich die Demonstrationen in Jerusalem, in Sheikh Jarrah, in Silwan, auch in, dann schon auch in Städten innerhalb, in palästinensischen Städten und Dörfern innerhalb Israels gegeben. Das ist schon etwas, was bei uns nicht so richtig vermittelt wurde, weil das ist in Wirklichkeit für Leute wie dich und mich zum Teil ein Prinzip Hoffnung, weil wir haben uns daran gewöhnt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass in Wirklichkeit die politische, offizielle politische Führung des palästinensischen Volkes nicht nur alt, sondern auch schwach und desorientiert ist. Das haben wir uns schon gewöhnt und auf einmal kommt eine Bewegung. Ich habe mich erinnert an die Monate vor der ersten Intifada. Es kommt eine Bewegung von jungen Männern, auch Frauen, die einfach die tagtägliche Unterdrückung und Entrechtung durch die israelische Besatzungsmacht nicht mehr hinnehmen wollen. Ganz egal, ohne Rücksicht, ohne Absprache, ohne Organisation. Das ist etwas, was man positiv sehen muss, weil das gibt auch die Hoffnung, dass es in Zukunft etwas besser werden wird, weil die internationale Situation leider ist ja nicht gerade hoffnungsfroh. Die amerikanische Nahostpolitik, es gibt zwar einen neuen Präsidenten in den USA, aber dieser neue Präsident hat, glaube ich, nicht vor, eine neue Politik zu machen gegenüber seinem Vorgänger. Europa ist wie immer uneins widersprüchlich, wenn es den Nahen Osten betrifft. Und die Araber sind inzwischen auch, die arabischen Länder, die Brüder und Schwestern sind leider auch nicht mehr das, was sie einmal möglicherweise waren, indem ein Großteil von ihnen in Wirklichkeit de facto schon die Seiten gewechselt hat. Dennoch, und daher möchte ich positiv oder hoffnungsvoll abschließen, gibt es Perspektiven. Ich habe schon erwähnt, die palästinensische Jugend, die das einfach nicht zur Kenntnis nehmen möchte. Und, das dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt auch innerhalb des Weltjudentums, wenn ich diesen dummen Ausdruck verwenden darf, vor allem in den USA, Bewegungen, die neu sind. In Europa hat sich das leider noch nicht sehr durchgesprochen, aber wenn man sich Diskussionen innerhalb des US-amerikanischen Judentums ansieht, so ist es nicht mehr so, dass es in den USA nur mehr eine israelische Stimme gibt, das ist die Stimme von AIPAC, von den Ultrazionisten, sondern es gibt auch kritische, linke, progressive Juden, die ebenfalls mit der Besatzungspolitik ihrer Regierung oder der israelischen Regierung nichts mehr am Hut haben. Der langen Rede kurzer Sinn, wir reden über eine lange Geschichte, wir reden über eine lange, schmerzvolle Geschichte, vor allem für die Opfer. Und in diesem Sinn danke ich dir für dieses Buch. Es bringt auf 170 Seiten oder 180 Seiten etwas zusammen, was ich für unmöglich gehalten habe, nämlich in gut lesbarer, übersichtlicher Weise eine Guideline, eine Erläuterung der jüngeren Geschichte des palästinensischen Volkes, des Kampfes des palästinensischen Volkes um Anerkennung, um Unabhängigkeit. In dem Sinn kann ich nur jeden, der noch nicht alles weiß oder der manches nachlesen will, das ist wirklich das Beste, was im Moment am Markt ist, und ich kann mir schwer vorstellen, dass es noch viel besser geht und viel verständlichsvoller. Dankeschön nochmals. Ich darf dir noch einmal danken und jetzt möchte ich mich in die erste Reihe setzen und wie immer deinen Ausführungen lauschen. Vielen Dank, Franz.
Vielen Dank auch an Stefan. Vielen Dank für alle, die heute Abend nach Wien gekommen sind. Und es tut mir natürlich furchtbar leid, dass ich selber nicht in Wien sein kann. Mir wäre es auch lieber, ich würde Sie direkt vor mir sehen und wir könnten direkt in Kontakt sein. Aber so sind eben die Verhältnisse. Stefan hat eigentlich schon vorausgenommen, den Einstieg, den ich vorbereitet habe, für heute Abend, nämlich den Anfang dieses Buches oder die Vorgeschichte, der Anlass für dieses Buch, mein berühmt-berüchtigtes Interview im ZDF-Mittagsmagazin, in dem ich die Bundesregierung aufgefordert habe und beim Wort genommen habe, die deutsche Bundesregierung, die ja immer sagt, dass sie der beste Freund Israels ist und nämlich formuliert habe, wenn ihr tatsächlich der beste Freund Israels seid, dann ist das Erste und Wichtigste, was ihr machen solltet, eurem Freund zu sagen, die Besatzung besser gestern als heute zu beenden, eine Besatzung, die 54 Jahre zu lange gedauert hat. Dieses Interview wurde dann, wie gesagt, millionenfach auf Intranet, auf YouTube, auf Facebook verteilt und ich erhielt eine Reaktion in Deutschland, die mich völlig überrascht hat. Die Reaktion kam vor allem von meinen deutschen Mitbürgern mit einem Familienhintergrund, sei es in der Türkei, in Palästina, in Afghanistan, in vielen anderen Ländern, deutsche Mitbürger, in der Mehrzahl Muslime, für die es offensichtlich eine neue Erfahrung war, dass eine deutsche Akademikerin im deutschen Fernsehen die israelische Gewaltpolitik gegen die Palästinenser direkt kritisiert. Ich habe viele Zuschriften bekommen und meine Mitbürger haben mir erzählt, wie sie in Deutschland als Terroristen abgestempelt werden, als Mitbürger nicht respektiert werden und sich immer wieder gedemütigt fühlen. Und eine ganz neue Meldung, die ich vor einer halben Stunde gelesen habe, wir hatten ja gestern die Bundestagswahlen in Deutschland und offensichtlich sind in Nordrhein-Westfalen immer wieder deutsche Frauen, Musliminnen mit Kopftuch zunächst daran gehindert worden, ihre Wahlstimme abzugeben. Nur mit viel Protest konnten sie sich durchsetzen und durften sie wählen. Mein Buch soll eine Antwort auf all dies sein, auf diese Reaktionen, auf mein Interview, auf diese Reaktionen von meinen Mitbürgern in Deutschland. Und ich habe vielen, die mich dann mit E-Mail angesprochen haben, gesagt, wir müssen heute anfangen, endlich Klartext zu reden. Denn im gesamten deutschsprachigen Raum ist ja der Problemkomplex Palästina-Israel immer wieder verbunden mit Islamophobie, Fremdenhass, Rassismus und gleichzeitig Antisemitismus, also einer Spielart von Rassismus, einem Antisemitismus, der nach wie vor existiert in Österreich wie in Deutschland. Und dies wird in Deutschland wie in Österreich oft und immer wieder umgemünzt in eine uneingeschränkte Liebe, in einen uneingeschränkten Philosemitismus für Israel. Ich habe das schon in meinem Buch 1991 geschrieben und mich dabei auf meinen Kollegen Dani Diener gestützt, der das schon 1982 formuliert hat. Israel wird von diesen Philosemiten in Deutschland und sicher auch in Österreich oder in der Schweiz zu einem unfehlbaren Staat hochstilisiert. Israelische Bürger sind nicht mehr normale Menschen, sondern werden zu Musterdemokraten hochstilisiert und damit wird genau das verhindert,
was man eigentlich verhindern wollte, nämlich mit Israel als einem normalen Staat umzugehen und mit israelischen Bürgern als normalen, schlichten Mitmenschen umzugehen. Das ist bis heute in Deutschland, ich denke auch in Österreich, nicht möglich. Dieses Buch und mit diesem Buch will ich versuchen, den Konflikt, diesen ganzen Problemkomplex einmal aus der Sicht der Opfer, nämlich aus der Sicht der Palästinenser, darzustellen. Drei Aspekte, die in der aktuellen politischen Diskussion im Mittelpunkt stehen, möchte ich heute Abend ansprechen und hoffentlich dann auch mit Ihnen im Detail diskutieren. Später können Sie das dann in meiner historisch-kritischen Analyse im Buch im Detail nachlesen. Die drei Punkte, die ich ansprechen möchte, sind Nummer eins, der lange Krieg gegen Gaza. Das werde ich später erläutern. Dann die Nakba, also die Katastrophe von 1948, verbunden mit neuen Konzeptualisierungen, ethnische Säuberung, Siedlerkolonialismus und Apartheidstaat. Und schließlich möchte ich enden, kritisch, aber oft auch eben mit sehr viel positiven Erwartungen, wie Fritz schon angedeutet hat, nämlich palästinensische Positionen heute und die Positionen ihrer Unterstützer in der ganzen Welt. Palästinensische Positionen wie die BDS, Boycott, Divestment, Sanctions, internationale Unterstützer wie die Jewish Voice for Peace oder andere, die ich noch im Detail erwähnen werde, in Deutschland oder auch in Österreich. Ein Beispiel, Peter Baynard in New York. Das soll dann am Schluss angesprochen werden. Wichtig ist schon jetzt am Anfang zu betonen, dass die Zwei-Staaten-Lösung, die immer wieder die Diskussion unserer Politiker dominiert, schon lange eine schlichte Chimäre ist. Die Realität ist geprägt von einem Staat vom Mittelmeer bis zum Jordanfluss, in dem jüdische Israelis über ein anderes Volk herrschen, über die Palästinenser. Und zweitens ist wichtig zu betonen, dass Israel keineswegs die einzige Demokratie in der Region ist, ganz im Gegenteil. Im Land zwischen Mittelmeer und dem Jordantal muss erst eine Demokratie entstehen, muss erst eine Demokratie erkämpft werden auf der Basis von Gleichheit und Freiheit für alle Menschen, die dort leben. Lassen Sie mich nun beginnen mit meiner Diskussion und der Vorstellung dieser neuen Konzeptualisierung, der lange Krieg gegen Gaza. Beginnen möchte ich und muss ich mit dem letzten Krieg Israels gegen Gaza, gegen die Menschen in Gaza und nicht, wie überall in der Presse behauptet wird, gegen die Hamas oder den islamischen Dschihad oder die linke PFLP, gegen die Hamas, die man verschleiernd immer wieder die radikal-islamische Hamas nennt, ohne jemals zu erläutern, was um aller Welt das heißen soll. Meine These, die im Buch im Detail ausgeführt wird, ist, dass Israel im Grunde seit 2006 einen ununterbrochenen Krieg gegen Gaza führt. Was heißt das und warum argumentiere ich so? Wir müssen beginnen mit den palästinensischen Parlamentswahlen im Januar 2006. In diesen Wahlen hat entgegen den Erwartungen in Israel, in den USA und in Europa die Hamas die Wahlen rein demokratisch in sauberen Wahlen, und das wurde von allen Wahlbeobachtern bestätigt, gewonnen. Sowohl Israel als auch die USA mussten verhindern, dass die Hamas nun eine Regierung bilden kann in Palästina. Man hat deshalb, und die Rolle der USA war dabei entscheidend, zunächst einmal die Fatah unterstützt, einen Coup vorzubereiten gegen die Hamas, damit die Fatah an der Macht bleiben kann.
die Macht also nicht abgeben muss an Hamas und eine Machtübernahme der Hamas vernichtet wird. Gleichzeitig hat man alles getan, um innerpalästinensische Gewalt auf allen Ebenen anzuzetteln, wie schon betont, mit massiver Unterstützung und Aufrüstung durch die USA. Wichtig ist auch das, dass wir von Anfang an klar sehen, die Gewalt in diesem ganzen Krieg von 2006 bis heute ging immer durchgängig von Israel aus, sei es direkt oder indirekt. Es gab, und auch das müssen wir betonen, es gab immer wieder Alternativen, die Möglichkeit, einen neuerlichen Kriegsausbruch, eine neuerliche Gewalt zu verhindern, die Israel aber grundsätzlich in den Wind geschlagen hat. Immer wieder auch mit Unterstützung aus den USA, aus Israel und letztendlich auch aus Europa, allen voran aus Deutschland, ungeachtet der verbalen Positionen, die man immer wieder eingenommen hat. Der erste Krieg gegen Gaza, im Sommer 2006 begonnen und dann monatelang auf kleiner Flamme weitergeführt, wurde noch mit relativ gezügelter Gewalt ausgeübt. Der Krieg 2008/09 im Dezember 2008 begonnen, wurde dann sehr viel schlimmer. Es wurde sehr viel mehr offene Gewalt angewandt mit militärischen Angriffen, Bombardierungen durch eine haushoch überlegene israelische Armee, überlegen vor allem durch ihre Luftwaffe und durch ein Arsenal modernster und tödlicher Waffe, die immer wieder in Gaza auch schlicht ausprobiert wurden. Der Krieg von 2012 war dann ein erster regelrechter Höhepunkt der Kriegsführung. Aber der nächste Krieg, zwei Jahre später, 2014, stellte alles, was die Palästinenser bis dahin erlebt hatten und erleiden hatten müssen, in den Schatten. Im Krieg von 2014 hat die israelische Armee nämlich die sogenannte Dahir-Doktrin angewandt. Diese Dahir-Doktrin wurde auf der Basis des Libanon-Krieges 2006 von der israelischen Armee entwickelt und sie bedeutet schlicht und einfach, dass die Armee alles hemmungslos kurz und klein schlägt, zerstört, vernichtet, die Menschen, die sich ihr in den Weg stellen oder die einfach vor Ort sind, hemmungslos tötet mit ungebremster Gewalt. Mein französischer Kollege Alain Cresch spricht hier davon und arbeitet klar heraus, dass Israel wohl der einzige Staat in der Welt ist, der offen eine Doktrin des, in Anführungszeichen, Staatsterrorismus proklamiert und gleichzeitig anwendet und auch noch stolz darauf ist. Russland und die USA wenden Staatsterrorismus zwar an, die USA überall in der Region, da brauche ich gar nicht anzufangen, von Irak über Syrien, Libanon bis zuletzt in Afghanistan, Russland zum Beispiel in Tschetschenien, aber sie tun zumindest so, als würden sie eigentlich etwas anderes machen. Die USA bringen ja immer der ganzen Welt Demokratie oder verteidigen Demokratie. Bei Israel, wie gesagt, ist das anders. Israel wendet diesen Staatsterrorismus offen und stolz an. Schließlich und abschließend der Krieg im Mai 2021. Wieder ist klar zu betonen, was immer wieder und oft vergessen wird, nicht zuletzt in Darstellungen der Presse oder Diskussionen von unseren Politikern. Dies war ein Krieg gegen die Menschen in Gaza. Es ging nicht um die Hamas, es ging nicht um den islamischen Dschihad oder irgendwelche anderen palästinensischen Organisationen in Gaza. Dieser Krieg war zwar relativ kurz, 21 Tage,
Aber so wie mir meine Freunde und Kollegen aus Gaza berichten, die schlimmste Erfahrung von furchtbarer, menschenverachtender Gewalt, die sie in Gaza erlebt haben. Wohnhäuser, Hochhäuser, Schulen, Krankenhäuser, Moscheen, alles wurde rücksichtslos bombardiert und kurz und klein geschlagen. Fassen wir zusammen, die Zeit ist nicht sehr lang. All diese Kriege von 2006 bis 2021 müssen wir und sehe ich als einen einzigen ununterbrochenen Krieg von 2006 bis 2021. Die Gewalt gegen die Menschen in Gaza hat nie gestoppt. Und in dieser ganzen Periode gab es immer wieder neue Phasen von offenen, heißen Kriegen. Wir haben inzwischen in Gaza Generationen, eine ganze Generation ganz junge Menschen, die nichts anderes kennen in ihrem kurzen Leben als Krieg, Gewalt, Schrecken, Zerstörung und Tod. Wir haben also keine Alternative als das, was bis heute in Gaza passiert. Und wir hoffen, dass es nicht weitergeht, dies zu nennen als einen langen Krieg gegen Gaza. Das zweite Thema, was ich heute Abend ansprechen möchte, ist die Nakba. Dieses Thema wird im Buch ausführlich analysiert. Ich möchte hier nur einige Punkte darstellen und darauf aufbauen, vielleicht auch das eine und andere diskutieren. Was ist die Nakba? Die Nakba ist ein arabischer Begriff, ins Deutsche übersetzt die Katastrophe. Und für Palästinenser war und ist das Jahr 1948 das Jahr der Katastrophe. In diesem Jahr wurde der Staat Israel gegründet. Gut. Schon vor der Staat. Wir haben also keine Alternative Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung. 750.000 Menschen wurden von Ende 1947 bis Ende 1948 aus ihrer Heimat vertrieben und zu Flüchtlingen gemacht. Gleichzeitig konnte ein palästinensischer Staat nicht entstehen. Weder die Großmächte noch die regionalen Mächte wollten dies. In Deutschland und sicher auch nicht anders in Österreich ist schon der Versuch, eine Ausstellung zur Nakba zu machen, verwerflich und wird systematisch angegriffen. Meine Kollegin und Freundin Ingrid Rumpf aus Metzingen, also auch aus Schwaben, woher ich komme, Sie hören es am Dialekt, die als erste eine Nakba-Ausstellung konzipierte und zusammenstellte, um sie dann im ganzen Land zu zeigen, wurde systematisch angegriffen. Immer wieder wurde den Mitveranstaltern die Ausstellungsräume in der letzten Minute verweigert, weggenommen. Und letztendlich wurde Ingrid Rumpf als Antisemitin abgestempelt, einfach weil sie auf der Suche nach der Geschichte der Opfer von 1948 war. Auch in Israel werden die dort lebenden Palästinenser, Staatsbürger Israels, wenn auch zweiter oder dritter Klasse, systematisch daran gehindert, sich an die Nakba zu erinnern, in Veranstaltungen, in ihren Dörfern und Städten. Und ganz aktuell, das habe ich heute Nachmittag in der Electronic Intifada gelesen, ist darauf zu verweisen, dass die Labour Conference in Großbritannien, in Brighton, gestern die kontinuierliche Nakba in Palästina verurteilt hat. Also die Nakba steht sehr wohl im Zentrum der politischen Diskussion. Heute nun müssen und können wir die Nakba neu verstehen, analysieren und mit der Gegenwart der Palästinenser und ihrer Unterdrückung und Bekämpfung durch Israel verknüpfen.
Wir haben die Möglichkeit, durch drei neue Konzepte eine völlig neue und in die Tiefe gehende kritische Analyse zu erstellen. Die neuen Konzepte sind ethnische Säuberung, Siedler, Kolonialismus und Apartheidstaat. Beginnen wir mit dem Begriff, dem Konzept ethnische Säuberung. In der internationalen Diskussion wurde dieser Begriff eingeführt seit dem Krieg um Jugoslawien in den 90er Jahren nach dem Ende der Sowjetunion und mit dem Auseinanderbrechen von Jugoslawien. Daran anschließend hat Ilan Pappe, mein Kollege, ursprünglich aus Haifa, jetzt in England, in Exeter, sein Buch 2006 publiziert mit dem Titel »Die ethnische Säuberung von Palästina«. Aber schon Jahre zuvor hat der palästinensische Historiker Nur Masalha, der in London lehrt, den Begriff Transfer in die Diskussion eingeführt. Und unser gemeinsamer Freund und Kollege Uri Davis, ein linker israelischer Aktivist und, seien Sie nicht erstaunt, Mitglied und Militanter in Fatah, der heute in Ramallah lebt. Uri Davis also hat gesagt, das Konzept Transfer ist im heutigen politischen Sprachgebrauch schlicht und einfach ethnische Säuberung. Und genau darüber hat Nur Masalha lange vor Ilan Pappe schon geschrieben in seinem Buch Die Vertreibung der Palästinenser, das Konzept Transfer, also ethnische Säuberung, im zionistischen politischen Programm von 1882 bis 1948. Die israelische Politik ist bis heute in einem Prozess der ethnischen Säuberung des historischen Palästina, also Israel und der besetzten Gebiete, begriffen. Es handelt sich hier um einen Versuch, Israel zu schaffen, indem es möglichst wenige bis keine Palästinenser mehr gibt. Das passiert bis heute überall in der Westbank. Schwerpunkt heute ist zum Beispiel das Dorf Beta südlich von Nablus, in dem jedes Wochenende Zusammenstöße, Demonstrationen stattfinden und die israelische Armee regelmäßig mit scharfer Munition auf friedlich demonstrierende Palästinenser schießt und einen nach dem anderen schlicht ermordet. Und sie passiert, diese ethnische Säuberung, ganz zentral und vor allem in Jerusalem, in Sheikh Jarrah, das inzwischen überall in der Welt bekannt ist, in Silwan, überall in der Stadt, versucht Israel, möglichst viele Palästinenser aus ihren Häusern, aus ihren Vierteln, aus ihren Dörfern zu vertreiben, ihnen das Leben in ihren Häusern, in ihren Wohnungen, in ihrer Heimat unmöglich zu machen. Die zweite neue Konzeptualisierung, die sehr wichtig ist und sehr viel neue Analysen ermöglicht, ist der Begriff Siedlerkolonialismus. Auch hier können wir zurückgehen auf das Jahr 1965, als der palästinensische Akademiker Fayez Sayer Israel zum ersten Mal als kolonialen Siedlerstaat analysiert und kritisiert hat. 1966 hat dann Maxime Rodinson, französischer Marxist, sein Buch auf Französisch publiziert mit dem Titel Israel fait colonial, in einer englischen Übersetzung dann 1969. Ich übersetze: Israel, ein kolonialer Siedlerstaat. Dieses Buch hatte enorme Einflüsse auf die europäische Linke, aber auch auf die palästinensische Linke in Europa, vor allem in Frankreich, auf die PFLP, auf die DFLP, auf die Linken innerhalb der Fatah.
Viel später erst kam dann die klassische Literatur zum Siedlerkolonialismus, also Patrick Wolfe, der Australier, leider viel zu früh verstorben, mit seinem Buch 2006 und schließlich 2010 Lorenzo Veracini, der Italiener, der Siedlerkolonialismus theoretisch vorgestellt hat. Wichtig und von Patrick Wolfe am klarsten herausgearbeitet ist, dass Siedlerkolonialismus ein langer historischer Prozess ist. Ziel dabei ist es, die Eliminierung der Kolonisierten in der einen oder anderen Form. Hier, also in Israel, durch ethnische Säuberung. Wir können damit eine klare Linie ziehen und müssen diese klare Linie ziehen von Lit 1948, also der Vertreibung der Palästinenser aus der Stadt durch die israelische Armee, angeordnet von David Ben-Gurion und umgesetzt durch Yitzhak Rabin. Details dazu im Buch, nicht zuletzt auch die persönlichen Erinnerungen von George Habash, der in Lit war, aus Lid stammte und den Treck der Flüchtlinge mitten im Sommer, im Juni 1948, aus Lid in die Berge nach Ramallah mitmachen musste. Wir können also diese Linie ziehen von Lid 1948 bis Sheikh Jarrah 2021. Und der Prozess, auch das muss man leider betonen, ist keineswegs zu Ende, wird Tag für Tag durch israelische Siedler, durch den Staat, durch die Armee weitergeführt. All dies findet statt in einem Staat, den man nur korrekt als Apartheidstaat bezeichnen kann. Nun werden Sie erstaunt sein, dass der Erste, der den Begriff Apartheidstaat auf Israel angewandt hat, der damalige südafrikanische Premier Hendrik Verwoerd war. Er hat an seine Kollegen in Israel geschrieben, Israel ist genau wie Südafrika ein Apartheidstaat. Er verstand dies als Kompliment, nicht als Kritik. Israel hat das wie heute mit absoluter Entrüstung als unberechtigt und falsch zurückgewiesen. Auch die palästinensische Linke hat schon in den 70er Jahren sich auf diesen Begriff Apartheidstaat berufen, indem man von der Bantustan-Strategie Israels berichtet hat und die israelische Linke von Uri Davis bis Meron Benvenisti über die Matzpen, die linke Matzpen, hat immer wieder klar betont, dass Israel die Palästinenser unterdrückt, genau wie der Apartheidstaat Südafrika die Schwarzen unterdrückt. 2006 hat John Dugard als UN-Rapporteur für Palästina, für den Menschenrechtsrat in Gaza, diesen Begriff in einem wichtigen Bericht verwendet, wo er schreibt, dass die Besatzung gekennzeichnet ist durch Kolonialismus und Apartheid. 3 Jahre später kam ein wichtiger Bericht aus Südafrika, in dem auch von Besatzung, Kolonialismus und Apartheid die Rede war und man klar herausgearbeitet hat, dass das, was Israel in besetzten Gebieten macht, genau der internationalen Definition von Apartheid entspricht. Ich muss jetzt etwas kürzer werden. Der Höhepunkt waren zweifellos die Berichte der Menschenrechtsorganisationen 2020, 2021, Yeshtin 2020, dann B'Tselem und schließlich Human Rights Watch, die alle im Unterschied zu den vorherigen Berichten den Begriff Apartheidstaat auf das gesamte Israel, und zwar historisch von 1948 bis heute, anwenden.
Israel ist so B'Tselem, so Human Rights Watch und war ein Apartheidstaat und ist das bis heute. Damit hat sich dieser Begriff international und in der Diskussion durchgesetzt. Israel versucht derzeit mit allen Mitteln dagegen anzugehen. Diese neuen Konzeptualisierungen helfen nun, eine kritische Analyse anzufertigen, erlauben ein tieferes Verständnis der Situation, erlauben eine Entwicklung neuer Formen des Widerstandes und ermöglichen schließlich einen Vergleich Israels mit anderen Beispielen von Apartheid. Lassen Sie mich nun zum Schluss kommen, zu palästinensischen Initiativen heute und zur Unterstützung dieser Initiativen durch internationale Solidaritätsbewegungen. An erster Stelle ist zu nennen hier die BDS seit 2005. Ich werde darauf eingehen, aber möchte ganz kurz wenigstens auf einige Arbeiten eingehen, die uns ermöglichen, das, was BDS tut, besser zu verstehen und mehr in die Tiefe gehend zu verstehen. Wie ich schon anfangs sagte, ist die Zwei-Staaten-Lösung schon lange eine Chimäre. Meine Kollegin Anne Lemoore hat schon 2005 einen wichtigen Aufsatz geschrieben, Killing with Kindness, Funding the Demise of a Palestinian State, also Töten mit Freundlichkeit, die Finanzierung der Verhinderung eines palästinensischen Staates. Und schließlich in ihrem wichtigen Buch von 2008, Internationale Unterstützung für die Palästinenser nach Oslo, politische Schuldgefühle, Geld, das aus dem Fenster geworfen ist. Nathan Thrall schließlich hat 2017 ein wichtiges Buch geschrieben. Die einzige Sprache, die sie verstehen, ist die der Gewalt, des Drucks, also Druck ausüben, um Kompromisse zu erreichen zwischen den Israelis und den Palästinensern. Am wichtigsten ist allerdings das Buch von Virginia Tilley, schon 2005 mit ihrem Buch zur Einstaaten, zur Lösung durch einen Staat in Israel-Palästina. Die Lösung eines Staates, ein Durchbruch, um Frieden zu erreichen im israelisch-palästinensischen Konflikt. Schließlich als allerletztes das neue Buch von Jeff Halper aus Jerusalem, Decolonizing Israel, also Entkolonisierung Israels, Liberating Palestine, die Befreiung Palästinas. Im Westen wird all dies nicht wahrgenommen, weder in den USA noch in Europa, allen voran Deutschland und sicher nicht anders als Österreich. Die Realität wird ausgeklammert, weil man sie nicht wahrnehmen möchte, dass Israel ein Staat ist, in dem jüdische Israelis über die Palästinenser herrschen. Was sind nun die neuen Antworten der Palästinenser, ihre neuen Initiativen und Strategien? Und jetzt gehe ich über zur BDS-Bewegung, die in Europa, vor allem in Europa, aber auch in den USA, schwer umstritten ist. BDS steht für Boycott, Divestment, Sanctions, also Boykott, Divestment, also Beendigung der Investitionen in Israel und den besetzten Gebieten und schließlich Sanktionen gegen Israel. Man ist nicht bereit, im Westen, allen voran in Deutschland, anzuerkennen, dass BDS eine durch und durch gewaltlose Bewegung ist.
man geht sofort über zu einer Strategie der Delegitimierung und behauptet, die BDS sei antisemitisch, was schlicht und einfach völliger Unsinn ist. Die BDS ist weder antisemitisch noch in irgendeiner Weise rassistisch. Alles, was die BDS tut, ist, die Rechte der Palästinenser einzufordern. Rechte, die auf der internationalen Rechtsprechung basieren und auf den zahllosen UN-Beschlüssen seit 1948. Unterstützung für die BDS gibt es vor allem in den USA, und zwar durch die 1996 gegründete Jewish Voice for Peace. Diese Bewegung ist inzwischen in den USA sehr erfolgreich geworden. Ihr Einfluss in der Gesellschaft wird immer größer. Einfluss auch in der Politik, selbst hinein in den Kongress, Repräsentantenhaus, den Senat und hinein in die Demokratische Partei. Einiges verändert sich, aber es ist alles noch sehr konfliktreich. Es geht auf, es geht runter. Der Kampf Israels und der prozionistischen Bewegung, APAC hat Fritz schon angeführt, richtet sich ganz gezielt gegen Organisationen wie Jewish Voice for Peace. In Deutschland müssen wir hier nennen die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, 2003 von Fanny Michaele Reisin in Berlin gegründet, oder in Wien, Sie kennen sie alle, die Frauen in Schwarz, seit 2001 von Paula Aprons Horani gegründet, leider 2018 gestorben. Schließlich ist zu verweisen auf Peter Baynard, der 2021 zwei entscheidende Bücher in den USA publiziert hat. Und es ist hier wichtig zu betonen, Peter Baynard ist orthodoxer Jude und er hat angefangen als jemand, der Israel immer unterstützt hat, der sich selbst als Zionist bezeichnet hat, wenn er auch die Umsetzung des Zionismus immer wieder kritisiert hat. 2020 hat er ein Buch geschrieben, in dem er ganz klar formuliert hat, dass die Zwei-Staaten-Lösung keine Lösung ist, dass die einzige Lösung ein Staat zwischen Mittelmeer und Jordan ist. Und 2021 schließlich hat er, und jetzt halten Sie sich fest, das Rückkehrrecht für die palästinensischen Flüchtlinge, die 1948 vertrieben wurden, ganz klar eingefordert. Und er hat gemeint, jeder Jude, egal wo er in der Welt sei, müsste das eigentlich verstehen, müsste dies unterstützen. Und ich verweise hier auf die Webseite von Peter Baynard und sein Interview mit Omar Barghouti, einem der Begründer von BDS, im Sommer 2021. Schließlich ist zu verweisen auf die Kampagne Ein demokratischer Staat für Palästina, eine Kampagne, die Sie im Internet nachverfolgen können. Und dort können Sie auch das Manifest von One Democratic State, also ein demokratischer Staat, unterschreiben. Lassen Sie mich zum Schluss kommen und zu den letzten wichtigen Entwicklungen in Deutschland, die sicher auch Einfluss auf Positionen in Österreich haben werden. Der Deutsche Bundestag hat im Mai 2019 beschlossen, die BDS sei antisemitisch. Er hat die BDS delegitimiert und hat festgesetzt, dass kein offizieller Raum der BDS in Deutschland zur Verfügung gestellt werden darf, dass die BDS in der deutschen Diskussion keinen Raum bekommen darf. Nun hat sich dagegen eine Gruppe entwickelt, Bundestag 3 für Palästina, und hat gegen den Bundestag geklagt. Eine Gruppe Bundestag 3, angeführt von Judith
Bernstein, einer Deutsch-Israeli, von Amir Ali, einem Deutsch-Palästinenser und von Christoph Glanz, einem Deutschen. Am 7. Oktober nun wird diese Klage vor dem Gericht in Berlin verhandelt. Und wenn Sie wollen, können Sie sich, wenn Sie auf die Webseite von Bundestag 3 für Palästina gehen, zumindest per Zoom auf die Pressekonferenz nach der Berichtsverhandlung einschalten. Die Dinge sind also in Bewegung geraten. International in der Solidaritätsbewegung, hier vor Ort in Palästina bei den Palästinensern, wo Palästinenser mehr vereint sind als je in ihrer Geschichte, in den besetzten Gebieten von Gaza über Ostjerusalem bis in die Westbank, in Israel selbst ganz besonders und eine völlig neue und für viele überraschende Entwicklung. Die Palästinenser aus Israel haben 2021 eine ganz zentrale Rolle in der Solidarität für die Palästinenser in Gaza gespielt und in der Entwicklung der Vereinigung aller Palästinenser weltweit und schließlich in der Diaspora, sowohl in der Region Jordanien, Syrien, Libanon, als auch in Europa und vor allem in den USA. Wir müssen dies alles genau verfolgen und können den Palästinensern nur wünschen, dass diese Dynamik erhalten werden kann. Und wir müssen sie unterstützen mit unserer Solidarität und nicht zuletzt mit systematischer Kritik unserer eigenen Regierungen, sei es in Wien oder in Berlin, mit Druck auf diese Regierungen, damit sie ihre verhängnisvolle Politik der uneingeschränkten Unterstützung Israels mit israelischer Politik der ethnischen Säuberung, des Siedlerkolonialismus und seinen andauernden langen Kriegen gegen Gaza und als Apartheidstaat, den die Welt in Südafrika erfolgreich bekämpft hat, dass diese Politik endlich beendet wird. Damit möchte ich schließen, mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich bin nun bereit, Ihre Fragen entgegenzunehmen und hoffe, ich kann Sie in der kurzen Zeit, die wir haben, ich denke, wir haben fast noch eine Stunde, beantworten. Dankeschön. Ja, aller herzlichen Dank, Helga Baumgarten, für diesen großartigen Vortrag, beziehungsweise auch für dein Engagement und deinen Aufruf zur Solidarität. Ich darf mir als Moderator die ersten zwei Fragen herausnehmen, bevor ich das Mikrofon im Saal weitergebe. Die eine wäre für mich, oder die erste, dein Buch behandelt ja auch sehr stark im Detail die Geschichte des palästinensischen Widerstandes, die Herausbildung verschiedener Fraktionen, die Entstehung der Hamas. Und ich würde gerne wissen, wie sieht es jetzt aus Ende September 2021 mit diesen unterschiedlichen politischen Strategien der großen Organisationen des palästinensischen Widerstands beziehungsweise überhaupt der in Palästina besetzten Gebieten vorhandenen politischen Organisationen. Also einerseits, wohin geht die Fatah? Hat die einzig und allein ein Interesse, diesen Status quo, der ihr jetzt gewisse Pfründe zusichert, aufrechtzuerhalten? Oder gibt es da eine weitergehende Dynamik von der Straße aus, auf die sie immer wieder reagieren muss und ihr Programm anpassen muss? Also Oslo, glaube ich, dürfte auch für die Fatah gescheitert sein, aber dann muss es ja darüber hinaus irgendeine Strategie geben, mit denen man die Leute bei der Stange hält. Und andererseits die Hamas, die ja einem übermächtigen militärischen Feind gegenübersteht und gegen den ständig in den Krieg gezwungen wird, die muss sich ja auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten überlegt haben, welche längerfristige Strategie für sie in Frage kommt. Also ob es für sie irgendeine Möglichkeit gibt, doch einen Staat in irgendeiner Art und Weise zu bilden und dort zu regieren. Nun, die Situation Ende September ist eine für alle Palästinenser wohl absolut furchtbare Situation.
der Konflikt zwischen Fatah einerseits und der Hamas andererseits, zwischen Ramallah und dem Gazastreifen, hat Maße erreicht, die man sich noch vor einem Jahr kaum hätte vorstellen können. Ich möchte darauf verweisen, dass letztes Jahr, direkt vor einem Jahr, im September, es so aussah, als ob sich Fatah und Hamas, als ob sich sämtliche palästinensischen Organisationen endlich zusammengerauft hätten. Es war eine historische Konferenz, auf der einen Seite Istanbul, auf der anderen Seite Ramallah, direkt miteinander verbunden und für alle im Fernsehen zu verfolgen. Man wollte Wahlen veranstalten, Wahlen für den palästinensischen Legislativrat in den besetzten Gebieten, neue Präsidentenwahlen und schließlich Wahlen für das große palästinensische Parlament im Exil, den palästinensischen Nationalrat. Wie wir alle wissen, hat Mahmoud Abbas diese Wahlen eigenhändig erstmal gestoppt mit faulen Entschuldigungen. Man könne nicht oder Israel würde es nicht erlauben, dass in Jerusalem gewählt wird. Dieser Konflikt, der sich darauf aufbauend entwickelte, wurde kurz ausgesetzt während Mai 2021 und ist seitdem in voller Wucht wieder ausgebrochen. Fatah und Hamas bekämpfen sich derzeit über ihre Fernsehanstalten in einer Art und Weise, die manchmal beschämend ist. Mahmoud Abbas hat ja am Sonntag vor der UN-Vollversammlung geredet und er hat wieder einmal angeboten, dass ein ganzes Jahr lang noch die Chance bestehen würde, den Osloer Prozess, an den seine Kritik war an Israel, an den sich Israel nie gehalten habe. Die Palästinenser hätten alle Bestimmungen Oslos immer eingehalten. Er wollte also noch ein Jahr geben, damit der Osloer Prozess zu Ende geführt werden kann durch eine Zwei-Staaten-Lösung. Fatah stützt sich derzeit in den besetzten Gebieten auf Unterstützung durch Israel und die USA, Finanzierung vor allem durch Europa und einen massiv ausgebauten Geheimdienst und Polizei, durch die gesamte palästinensische Gesellschaft kontrolliert und versuchsweise bei der Stange gehalten wird. Man scheut sich nicht davor zurück, Kritiker immer wieder zu verhaften. Und zuletzt haben wir einen furchtbaren Mord an einem der massivsten Kritiker der palästinensischen Autorität, Nisar Banat aus Hebron. Es heißt, dass heute der Prozess gegen 13 Mitglieder eines Geheimdienstes der Palästinenser, Amn al-Wiqai, begonnen habe. Nisar Banats Familie fordert aber, dass es nicht diese kleinen Leute vor Ort sein müssten, sondern die Verantwortlichen des Geheimdienstes, der Premierminister sowie Mahmoud Abbas als Präsident. Sie sind verantwortlich für diesen Mord. Fatah führt also die Politik Oslos weiter und Abbas hat ihr ein neues Jahr gegeben. Hamas versucht im Anschluss an die Strategie von Hisbollah durch den bewaffneten Kampf aus dem Gazastreifen durch Aufrüstung eine Art Gleichgewicht des Schreckens zwischen Gaza und Israel zu erreichen, also eine Situation, wo es sich Israel mehrmals überlegt, ob es
Kämpfe, ob es Krieg aufnimmt gegen den Gazastreifen. Wir wissen, dass Israel immer wieder neue Kriege aufgenommen hat, aber wir haben gesehen, dass im letzten Krieg zum Beispiel dieser Krieg ausschließlich aus der Luft geführt wurde, umso brutaler und umso schlimmer für die Menschen in Gaza. Die Hamas, der islamische Dschihad, meint mit Militärschlägen gegen Israel, die in Israel dann zuerst und vor allem Zivilisten treffen, dieses Gleichgewicht des Schreckens zu erreichen. Wir haben also eine Situation, die durchaus von beiden Seiten sehr problematisch ist. Wir haben eine Situation, in der wir im Gazastreifen, ähnlich wie in Ramallah, autoritäre Regierungen haben. Und wir haben eigentlich nur die Hoffnung, dass Bewegungen aus der Gesellschaft heraus, wie die BDS-Bewegung, wie die Bewegung, die sich im Mai, Juni entwickelt hat und die nach wie vor immer neu sich entwickelt, zuletzt aus Anlass des Ausbruches von 6 palästinensischen Gefangenen aus dem Hochsicherheitsgefängnis Gilboa im Norden von Israel, sich entwickelt und wieder zu Solidaritätsdemonstrationen führt. Wir haben nur die Hoffnung, dass diese jungen Leute, dass diese Bewegung neue Initiativen ermöglicht, damit die Palästinenser einen wichtigen Schritt in Richtung Befreiung, in Richtung Freiheit, in Richtung Ende der Unterdrückung machen können. Wie schon gesagt, sie brauchen dafür massive Unterstützung von außen. Ja, danke. Meine zweite Frage wäre nach der Gegenseite. Wir haben ja, glaube ich, seit Juni 2021 eine neue Regierung in Israel. Netanyahu wurde abgelöst und der Naftali Bennett hat eine Koalition, glaube ich, aus 6 Parteien, soweit ich mich erinnern kann, gebildet. Der Fritz hat schon erwähnt, vom neuen amerikanischen Präsidenten ist wenig zu erwarten. Ich glaube auch vom neuen israelischen Premier nicht. Aber ich würde trotzdem gern wissen, inwiefern sich jetzt der Kurs, wenn er sich verändert hat der israelischen Regierung. Nun, der Kurs ist in gewisser Weise schlimmer geworden als noch unter Benjamin Netanyahu, wenn es schlimmer werden kann in einem Land wie Israel, Palästina. Wir sollten nicht vergessen, dass Bennett ein Politiker ist, den man im europäischen Kontext als rechtsradikal bezeichnen würde. Er kommt aus der Siedlerbewegung, hat selbst in einer Siedlung gelebt und seine Regierung verspricht sicher absolut nichts Gutes für die Palästinenser und wir können das Woche für Woche, Monat für Monat, Tag für Tag beobachten. Was einem am meisten Sorgen macht, sind die letzten Entwicklungen auf dem Haram-e-Sharif, also auf den heiligen Bezirk in Jerusalem mit der Aqsa-Moschee, mit der Sachra, also dem Felsendom. Und hier soll ich dran erinnern, dass heute vor 21 Jahren Ariel Sharon mit seinem in Anführungszeichen Besuch auf dem Haram Sharif die zweite Intifada eingeleitet hat. Heute ist der letzte Tag von Sukkot und seit der Regierung Bennett können israelische Siedler, israelische Rechtsradikale auf den Haram al-Sharif gehen in Hunderten und dort beten. Das heißt, der gesamte historische Status quo, den noch vorherige Regierungen seit 67 konsequent aufrechterhalten haben, er wird durchbrochen. Und wir kommen zu einem Punkt, den Kollegen der Zeitung Haaretz bezeichnet haben als den Beginn
eines neuen Krieges, eines Krieges, der nicht nur Israel und Palästina umfassen wird, sondern möglicherweise die gesamte islamische Welt. Bleiben wir bei Jerusalem. Unter Bennett, ist es möglich, dass jüdische, rechtsradikale Gläubige auf das dritthöchste Heiligtum der Muslime in der Welt gehen, dort provozieren, dort beten, während gleichzeitig immer wieder Muslime daran gehindert werden, auf den Haram Sharif zu gehen. Die Gruppen wie Meretz oder Arbeitspartei konnten und haben bis dato nicht das Geringste in dieser Regierung durchsetzen oder erreichen können. Ganz im Gegenteil, sie haben sich fast immer, wie auch wieder kritisch in Haaretz berichtet wurde, ich weiß nicht, war es Gideon Levy oder Amira Haas, die Regierung in allen Punkten voll unterstützt. Also Bennett bringt absolut nichts Gutes für die Palästinenser, ganz im Gegenteil. Und von Biden ist offensichtlich auch nicht sehr viel zu erwarten. Wo wir hoffen, dass es Veränderungen gibt, ist von unten her in den USA, in der Demokratischen Partei und aus der amerikanischen Zivilgesellschaft heraus. Ja, danke. Ich würde gerne dem Publikum im Saal die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen oder Stellungnahmen abzugeben. Ansonsten würde ich mit einer weiteren Frage fortfahren. Du kommst ja aus der akademischen Welt, Helga, und hast jetzt auch schon vieles aufgezählt an Büchern, die vor allem im akademischen Bereich erschienen sind, die sich eben mit so Begrifflichkeiten beschäftigen wie Siedlerkolonialismus, Apartheid, und die sind zum Großteil oder eigentlich alle in englischer Sprache, im englischen Sprachraum erschienen, während im deutschsprachigen Raum eine derartige Diskussion völlig ausgeblieben ist. Vielleicht war die einmal da, da habe ich sie nicht mitbekommen, aber sagen wir so, in den letzten 10, 15 Jahren ist das vermintes Gelände. Und jetzt wollte ich von dir wissen, weil wir das ja auch jetzt in Österreich oder auch in Deutschland nicht so mitbekommen, gibt es da in der akademischen Welt, zumindest außerhalb des deutschsprachigen Raumes, so etwas wie einen Aufbruch und eine neue Möglichkeit, neue Freiheiten über die Unterdrückungspolitik Israels zu publizieren in dieser Art und Weise? Ist das auch so eine Art von Hoffnung, die du in dir trägst? Ich denke schon, dass inzwischen im englischen Sprachraum sehr, sehr viel publiziert werden kann, publiziert wird. Nicht zuletzt im Kontext dieses Aufbruches, das ist immer wieder durchaus schwierig. Wir sollten nicht vergessen, dass Kollegen wie Stephen Walt ihren Aufsatz und dann ihr Buch zur pro-israelischen Lobby zunächst nur in London in der London Review of Books publizieren konnten. Sie wurden massiv bekämpft und boykottiert in den USA. Inzwischen ist das sehr viel besser geworden. Gleichzeitig sollten wir uns nicht einbilden, dass nicht auch im amerikanischen akademischen Raum pro-israelische Akademiker nicht massiv unter Druck gestellt werden, oft keine Festanstellung bekommen oder diese Festanstellung verlieren, immer wieder werden Veranstaltungen gestoppt, unterbunden. Aber in den USA ist es zumindest so, dass dieser gegenseitige Kampf weitergeht und dass inzwischen doch sehr, sehr viel publiziert werden kann. Am schönsten kann man das sehen an meinem Kollegen Joseph Massad an der Columbia University in New York. Man hat massiv versucht, ihm eine Festanstellung dort
unmöglich zu machen. Es ist nicht gelungen und Joseph Massad schreibt ungehemmt das, was er schreiben will und kann publizieren. In Deutschland ist das leider sehr, sehr schwierig. Ich zum Beispiel finde in Deutschland inzwischen keinen Verlag mehr und bin Promedia mehr als dankbar, dass ich mein Buch in Wien publizieren konnte für ein deutsches Publikum. Man muss in Deutschland, wenn man zu Palästina schreibt, sehr, sehr vorsichtig formulieren, aber man kann das durchaus machen und ich möchte hier verweisen auf meine Kollegin Muriel Asseburg, die das immer wieder mit sehr viel Energie macht und sie hat gerade jetzt im August es tatsächlich fertiggebracht, im Beck Verlag in München ein Buch zu publizieren, Palästina und die Palästinenser. Es deckt genau dieselbe Periode ab wie ich von 1948 bis heute. Ich habe die Freiheit als jemand, der in Rente ist, dass ich ungehemmt die Dinge beim Namen nennen kann und mir diese Freiheit auch herausnehme. In Frankreich ist es übrigens auch enorm schwierig, und französische Kollegen werden zum Teil massivst bekämpft als Antisemiten. Das hat zum Teil einen Grad erreicht, den ich in Frankreich nie für möglich gehalten hätte. Wenn Sie Alain Gresh lesen, Orient 21 im Internet, dann können Sie das sehr genau nachverfolgen. Das ist unglaublich. Ja, ich habe in dem Zusammenhang auch eine Frage. Schönen guten Abend, mein Name ist Werner. Also ich bin sehr froh, dass diese Veranstaltung hier in der WBA stattfinden kann, was mich persönlich sehr überrascht hat, da es vor Jahren schon in Wien mehrfach Versuche gegeben hat, Veranstaltungen zu dem Thema zu machen von anderen Organisationen, die immer verhindert wurden und wo die BDS oder andere Gruppierungen massivst angegriffen worden sind, auch genauso wie in Deutschland, wie Sie erzählt haben, dass die halt die Veranstaltungsorte dann nicht benutzen durften oder verweigert wurde, weil da Antisemitismusvorwürfe gemacht wurden und, die vollkommen haltlos waren. Es ging um eine ganz normale, aufklärende Diskussion, um eine Auseinandersetzung, um eine Debatte, die, glaube ich, ganz wichtig ist, in dieser Gesellschaft auch hier in Europa geführt zu werden und wo ich mir denke, dass es wichtig ist, dass man diesen Rahmen bietet, auch in einem neutralen Land wie Österreich und diese Debatte überhaupt erstmal ermöglicht. Und da möchte ich mich recht herzlich bei der WBA mal bedanken, dass sie so mutig ist und sich das heutzutage hier noch traut. Und das muss man schon sagen, dass man da schon mutig sein muss, leider, weil die Angriffe sind wirklich massiv. Und es gibt leider auch aus der wissenschaftlichen Seite massive Angriffe gegen diese Bestrebungen. Es hat auch die Blimlinger von der Kunstakademie zum Beispiel eine Petition im Parlament mit unterschrieben, was ich sehr bedenklich und sehr traurig finde, weil ich die Frau Blimlinger immer eigentlich für eine Linke gehalten habe, wo ich aber sagen muss, nach dieser Tat wage ich das dann auch persönlich zu bezweifeln, ob sie da wirklich noch auf dieser Seite steht. Und ich wollte eben fragen, wie Sie das sehen, wie man gegen diese Bestrebungen, die ja schon fast an geheimdienstmäßige Tätigkeiten erinnern, wie man gegen sowas vorgehen kann, gegen dieses systematische Fertigmachen und Verhindern einer demokratischen Debatte und wie Sie das sehen, wie man das sozusagen auch international vielleicht damit umgehen kann. Das würde mich sehr interessieren. Danke. Nun, ich denke, was von meinen Kolleginnen und Kollegen von der Diskussion, gerade auch im deutschsprachigen Raum, aber sicher auch in Frankreich zum Beispiel, in England, USA gefordert ist, dass man dazu steht, was man für richtig hält und dass man sich klar ist, man wird für das, was man sagt, nicht im Unterschied zu Nizar Banat erschossen, sondern man kann das durchaus artikulieren und man kann seine eigene Meinung durchaus verteidigen, wenn man das sachlich und mit entsprechender Begründung macht. Also ich habe nie
verstanden, warum viele meiner Kolleginnen und Kollegen immer wie die Katze um den heißen Brei schleichen müssen. Wenn man eine klare Begründung hat, und die sollten wir als Akademiker und Akademikerinnen ja in der Lage sein vorzubringen, dann müsste man auch erklären, erläutern können, was die BDS will, warum sie wichtig ist, müsste man erläutern können und diskutieren können, warum überall im Westen die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika unterstützt wurde, warum Mandela aus Südafrika unterstützt wurde und warum man inzwischen systematisch unter den Tisch kehrt, dass Mandela, ähnlich wie die Palästinenser, den bewaffneten Kampf gegen das Apartheid-System Südafrika aufgenommen hat. Dafür ist er ins Gefängnis gegangen und dafür hat er Jahrzehnte im Gefängnis, in der meisten Zeit in Einzelhaft, verbracht. All das kann man darstellen, aber man muss dazu Mut aufbringen oder das, wie der deutsche Philosoph Ernst Bloch, der ja die letzten Jahre seines Lebens in Tübingen gelehrt hat und ich hatte das Privileg, ihn immer wieder hören zu dürfen. Er war in der 80er-Bewegung immer bei den Veranstaltungen da, wenn es 11, 12 Uhr nachts wurde und der Hörsaal Audimax in Tübingen brechvoll war, hat sich dann immer eine Gasse gebildet. Ernst Bloch kam und dann hat er mit seinen alttestamentarischen Worten reingehauen für den Kampf mit den Mühseligen und Beladenen und gefordert den aufrechten Gang. Und daraus habe ich gelernt, dass auch wir als Akademiker lernen müssen, diesen aufrechten Gang zu gehen, egal wie viel er kostet. Wir haben viel über internationale Solidarität gesprochen, die ja auch zum großen Teil von der palästinensischen Zivilgesellschaft ausgeht. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sehr die Debatte in Österreich und in Deutschland verhindert wird. Aber wie ist das in Israel bzw. in der israelischen Gesellschaft? Wäre es für dich möglich, dass du in Jerusalem, in Tel Aviv über diese Dinge öffentlich sprichst, über BDS bzw. Wie ist die Lage einer palästinensischen Linken oder Friedensbewegung, die solche Thematiken öffentlich bringen will? Ja? Hat sich da auch was stark verschlechtert? Nun, man muss zwischen verschiedenen Dingen unterscheiden. Ich denke, im akademischen Raum ist Israel in vielen Punkten sehr viel freier als Deutschland oder Österreich. Also wenn Sie zum Beispiel in Jerusalem, Westjerusalem, ans Familie-Institut gehen, dann wären Sie erstaunt, was da alles an Diskussionen abläuft und an Diskussionen vorgetragen werden kann. Das ist an vielen anderen Universitäten in Israel durchaus auch möglich, aber man muss sich auch darauf gefasst machen, dass man dann massiv unter Beschuss gerät, aber man kann sich dagegen verteidigen. Und im Normalfall bekommt man auch die Unterstützung der jeweiligen Universitätsführung. Zum Beispiel wurde Moshe Zimmermann, der an der Hebrew University lehrt, kam massiv unter Druck, als er der Siedler in Hebron als Hitlerjugend bezeichnet hat. Moshe Zuckermann in Tel Aviv kann davon sicher auch ein Lied singen, wie seine Arbeiten attackiert werden, aber sie können ihre Positionen vortragen und behalten.
ihre Arbeit. Es gibt palästinensische, israelisch-palästinensische Akademiker, Amal Jamal, Politologie-Kollege in Tel Aviv, der dort lehren kann. Und wir haben eine ganze Serie von anderen Kolleginnen und Kollegen, einige habe ich erwähnt in meinem Buch, nicht zuletzt Nadra Shalhoub Kevorkian aus Ostjerusalem, die an der Hebrew University arbeitet und in radikalster Weise Israel, Siedlerkolonialismus, ethnische Säuberung, Apartheidstaat angreift, publiziert und eine Professur behalten hat. In der israelischen Gesellschaft nun sieht es anders aus. Dort muss man sagen, dass die große Mehrheit der Gesellschaft inzwischen eine klare rechte Position einnimmt. Die Anzahl der kritischen, nicht zu sprechen von den wirklichen Linken in Israel, also Linke in der Tradition von Mazpen, sind sukzessive immer weniger geworden. Frauen in Schwarz in Jerusalem werden sukzessive immer weniger, werden immer mehr überaltert. Aber es gibt die Leute nach wie vor und ich habe das auch im Buch erwähnt, die Demonstrationen gegen die Siedler in Sheikh Jarrah, gegen die Enteignungen in Sheikh Jarrah werden immer wieder von Linken aus Israel unterstützt. Die kommen immer wieder nach Sheikh Jarrah, um dort zu demonstrieren und zum Teil massiv von der israelischen Polizei attackiert zu werden. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, die ganzen Gruppen, die Palästinenser in der Westbank unterstützen und die dort in ihren Aktionen massiv von der israelischen Armee angegriffen wurden. Wir hatten jetzt erst einen Fall, ich denke, das war letzte Woche, als eine Gruppe von israelischen Unterstützern der Palästinenser versuchten, schlicht und einfach Wasser zu bringen in ein palästinensisches Dorf, dem die benachbarte israelische Siedlung das Wasser abgedreht hat. Dabei wurden die Israelis massivst von der Armee angegriffen. Ein israelischer Aktivist, über 60 Jahre alt, wurde von der Armee zu Boden geworfen, zusammengeschlagen. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und die ganze Sache wird derzeit in den Seiten von Haaretz diskutiert. Eine entsprechende Reaktion der Armee, der Polizei, der Rechtsprechung in Israel gibt es derzeit nicht. Und wenn Sie die Artikel von Gideon Levy lesen, er reagiert darauf nur noch mit reinem Zynismus. Also auf der einen Seite akademische Freiheit, ja, unter massivem Druck, aber sie ist möglich, wenn man diesem Druck standhält. Innerhalb der Gesellschaft ein massiver Rechtsruck und nur noch winzig kleine Gruppen, Mahzoum Watch zum Beispiel, die zu den Checkpoints kommen und den Palästinensern versuchen zu helfen, Anarchists Against the Wall und so weiter und so fort. Diese kleinen Gruppen gibt es noch, aber ich denke, die kommen nicht mehr inzwischen auf 150, 200 Leute, vielleicht sind es einige mehr. Das ist eine deprimierende Entwicklung in der israelischen Gesellschaft. Da ist einiges zu tun für diese Aktivisten und man kann nur hoffen, dass sie sich ein Beispiel nehmen an den Palästinensern in Israel, die inzwischen ihre Stimme versuchen wiederzufinden. Helga Baumgarten, es ist, glaube ich, schon nach 22 Uhr in Jerusalem, deswegen werde ich jetzt die letzte Frage stellen. Ganz kurz noch zum Ausgangspunkt deines Buches. Und das waren die
jetzt schon oftmals erwähnten Auseinandersetzungen um Wohnraum in Jerusalem. Und da du in Jerusalem wohnst und dein Buch dann im August bei uns abgegeben hast, wollte ich dich fragen, wie ist es weitergegangen oder gibt es da eine gewisse Hoffnung, dass das aufgehalten wird? Leider nicht. Die Entwicklung geht systematisch in negativer Weise weiter. Sheikh Jarrah ist immer noch in etwa aufgeschoben. Man hat bis heute keine klare Entscheidung getroffen. Also wir haben auf der einen Seite einige Siedler, die schon in Häusern von Palästinensern wohnen. Die Vertreibung hat bis dato noch nicht stattgefunden. Sie findet aber statt und Häuser werden zerstört und sind zerstört worden in Silwan. Das ist also südlich von der Altstadt von Jerusalem in einem Gebiet, in dem Israel einen Touristenpark entwickeln will und dem die dort lebenden Palästinenser weichen sollen und gleichzeitig dehnen sich die Siedler dort weiter aus. Sie versuchen dasselbe. Selbst hier in Betanina, in Schafat, gibt es die ersten Wohnungen, in die sich israelische Siedler reindrängen und versuchen, ihre Nachbarn dann rauszudrängen. In meiner unmittelbaren Nachbarschaft hat es gerade eben eine Häuserzerstörung gegeben. Inzwischen macht Israel das in absolut zynischer Weise. Man zwingt nämlich die Palästinenser, ihre Häuser oder ihre Wohnungen selber zu zerstören und entsprechende Strafen zu bezahlen. Denn wenn die Armee die Zerstörung durchführen sollte, dann würden die Menschen, die Eigentümer dieser Häuser, zur Kasse gebeten. Und das würde ein Vielfaches von dem kosten, als wenn sie die Häuser selber zerstören. Das heißt, Israel zwingt die Menschen zur Zerstörung ihrer eigenen, eigenhändig gebauten Häuser, weil sie sich die Zerstörung durch die Armee finanziell nicht leisten können. Der Gipfel des Zynismus, der Menschenverachtung und der Demütigung der Menschen in Jerusalem. Und man kann nur hoffen, dass die Palästinenser in Jerusalem, überall in den besetzten Gebieten, in Israel ihren Mut, ihre Hoffnung behalten, um den Widerstand weiterzuführen in der jeweils bestmöglichen Form mit, wie gesagt, notwendiger Unterstützung von der Solidaritätsbewegung aus dem Ausland, USA, Europa, Deutschland und hoffentlich auch Österreich. Ja, herzlichen Dank, Helga Baumgarten, für deine Ausführungen, auch für deinen Appell jetzt am Schluss und dass du eine der wenigen Stimmen bist, die dieses Unrecht aufzeigen, zumindest im deutschsprachigen Raum. Wir sind sehr froh, dass wir das auch publizieren durften. Dein Buch »Kein Frieden für Palästina« ist überall im deutschsprachigen Buchhandel erhältlich, auch als E-Book. Herzlichen Dank und schönen Abend nach Jerusalem wünsche ich dir und herzlichen Dank dem Publikum für die Teilnahme hier und die unbekannte Zahl an Leuten, die am Livestream teilgenommen haben. Ich schließe die Veranstaltung. Schönen Abend. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich und bin ganz neidisch auf Sie, weil Sie mein Buch haben. Ich habe das leider noch nicht, weil ich ja davon ausgegangen bin, dass ich in Wien sein werde und dann einige Exemplare mitnehmen kann. Okay, wir werden es dir so bald wie möglich zusenden. Dankeschön. Schönen Abend. Danke.